Entscheidungsregel, linksseitiger Test, ist die dritte Vokabel sozusagen zur Entscheidungsregel. Denn die Entscheidungsregel beim linksseitigen Test stellt sich ja nun folgendermaßen dar. Wir haben eine Stichprobe mit n gleich 50 und p gleich 0,1 aus dem Vorjahr. Dazu auch nochmal die vorhergehenden Videos angucken, beziehungsweise werde ich es jetzt nochmal erzählen. Wir haben eine Fachhochschule, bei der im letzten Jahr alle 1000 Studenten meinetwegen befragt worden sind oder Studierende, damit wir das männlich und weiblich haben, und davon haben 10% angekreuzt, dass sie mit dem Mensaessen unzufrieden waren. Jetzt nehmen wir eine Stichprobe von 50 Leuten, die wir befragen, und sagen, die wahrscheinlich oder nee, die Unzufriedenheit mit dem Essen soll jetzt größer als 0,1 geworden sein. Und wenn das sich als richtig erweist, wollen wir zum Beispiel das Essen verbessern. Also um das als handfestes Beispiel hier zu haben. Gut, ansonsten gilt natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit gleich geblieben ist oder sogar noch gesunken ist. Die Entscheidungsregel hierbei wäre jetzt x größer gleich 5, denn für 0,1 kommt ja der Erwartungswert 5 raus. 50 mal 0,1 ist 5. X größer gleich 5 wäre die Entscheidung für H0. Für H0. Ja? Und x kleiner als 5. Warte, ich glaube, ich habe hier irgendwo, genau, hier ist es größer gleich und hier ist so. Also wenn mindestens 10% damit unzufrieden sind, also 10% und mehr. Und hier ist es, wenn weniger als 10%. Deswegen war ich jetzt gerade hier am Stutzen. Deswegen kann man hier jetzt aber auch gut sehen, dass das Zeichen dorthin geht und dieses Zeichen dorthin geht. Und dieses hier eigentlich dann nur eine Übersetzung des Prozentsatzes hier auf dieses n. Denn wenn ich für n jetzt gleich 100 zum Beispiel nehmen würde, n gleich 100, dann wäre x größer gleich 10. Denn 100 mal 0,1 ist 10. Und deswegen würde sich dann hier auch der Annahme- und der Annahme- und Ablehnungsbereich verändern. Hier ist die Entscheidung für H0 und hier ist die Entscheidung gegen H0. Das heißt, nochmal, wenn wir weniger als 5 Leute antreffen oder weniger als 5 Leute ankreuzen bei dieser Stichprobe aus 50, dass sie mit dem Essen unzufrieden sind, dann wollen wir uns gegen H0 entscheiden und denken, dass die Unzufriedenheit abgenommen hat aus dem Vorjahr. Gut, das nennt man dann auch den Fehler erster Art, denn es könnte ja sein, dass wir zufälligerweise eine Stichprobe von 50 Leuten befragt haben, bei denen zwar nur drei drin sind, die unzufrieden sind mit dem Essen, aber trotzdem gilt das andere. Wenn wir alle befragen würden, würde trotzdem das hier gelten. Gut. Jetzt wollen wir hier draus aus der Entscheidungsregel nochmal den Annahme- und Ablehnungsbereich draus herauswursteln. Annahmebereich von H0 ist gleich natürlich 0, 1, 2, 3, 4 und 5. Ja, die 5 ist mit im Begriffen. Und der Ablehnungsbereich von H0 ist dann dementsprechend 6 und halt, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Hier steht größer gleich 5, aber das kann mich ja auch dummerweise keiner kontrollieren, beziehungsweise dazwischen rufen. Aber egal, selber gemerkt, an der Stelle soll man auch nochmal aufpassen, dass man mit dem größer und kleiner und hast du nicht gesehen, nicht klarkommt. Deswegen hier nicht durcheinander kommt. Also, x größer gleich 5, das heißt, die 5 ist hier mit drin und dann die 6 und da bis zur 50 hoch, bis zu n. Und der Ablehnungsbereich hier wäre von 0, 1, die 0 nicht vergessen, 2, 3, 4. Und jetzt können wir auch den Fehler erster Art als Alpha gleich P von A nicht, unter der Voraussetzung, dass H0 gilt, bestimmen als P von x kleiner gleich 4. Ja? P von x kleiner gleich 4. Wenn wir in die Tabelle reingehen mit n gleich 50, p gleich 0,1 und x kleiner gleich 4, schreibt mancher auch hin f und dann nimmt man hier die 50, das n hin. Dann schreibt man als nächstes die Wahrscheinlichkeit hin, denn die sind meist gegeben. Und dann haben wir k gleich 4 und das ist beides das gleiche. Deswegen können wir auch so machen. So.
und dabei kommt raus 0,8964. Das nennt man den Fehler erster Art, dass man, wenn das Ergebnis auch in diesem Bereich liegt, also H0 wird verworfen, dass man, dass trotzdem das hier gilt, ja, dieses hier gilt, und wir sagen einfach, wir verwerfen H0, weil wir nur 3 gefunden haben. Dann haben wir einen Fehler begangen von 89,64%. Das soll es dazu gewesen sein. Hier ist das Schildchen und tschüss.